Wochenlang hatten Russland und die Ukraine verhandelt. Am Freitag war es dann soweit. Beide Seiten unterzeichneten in Istanbul ein Abkommen zu Getreideexporten über das Schwarze Meer. Auch der türkische Präsident Erdogan und UN-Chef Guterres waren bei den Verhandlungen anwesend. Die österreichische Ex-Außenministerin Karin Kneißl analysiert für uns den Prozess. Herzlich willkommen, Frau Kneißl. Welche Bedeutung hat dieses Abkommen für die Europäische Union und werden dadurch die Lebensmittelpreise in Europa sinken? Also ich würde sagen, von einer Warte der Europäischen Union aus gesprochen ist dieses Abkommen, das der türkischen Diplomatie und Vermittlung zu verdanken ist. Und das hat sich ja monatelang hingezogen. So ein Abkommen kann man nicht innerhalb von ein paar Tagen auf die Wege bringen. Es hat sich klar gezeigt, dass die Europäische Union jegliche Vermittlerrolle, jegliche diplomatische Aufgabe verspielt hat. Sie spielt keine Rolle als Vermittlerin. Was bedeutet das für die EU? Was die Lebensmittelpreise angeht, so wurde ja dieses Abkommen in erster Linie geschlossen mit Blick auf die Getreideimporteure in der sogenannten südlichen Hemisphäre, afrikanischer Kontinent, Nahe Osten, weil die Lebensmittelpreise sind ja jetzt nicht ein Ergebnis dieses Krieges, sondern wir haben eine Düngemittelverknappung und Verteuerung bereits seit 5 Jahren. Wir haben eine Verknappung von Rohstoffen in der landwirtschaftlichen Produktion, Stichwort auch hier wiederum Düngemittel, Phosphate, auch bereits seit Jahren. Also es ist multikausal. Es hat jetzt nichts nur mit Ernteausfällen in der Ukraine zu tun, sondern die Verteuerung im Lebensmittelbereich ist vielschichtig. Und natürlich kommen auch die Energiepreise hinzu, weil jeder Traktor muss bedient werden, jede Bewässerungsanlage braucht Diesel. Also da schlagen natürlich die Energiepreise auch durch, aber die Lebensmittelpreise in Europa werden deswegen jetzt nicht sinken, abgesehen davon, dass wir eine durchschnittliche Inflation haben, die mittlerweile bei 9 bis 10% liegt, in einigen Staaten wie im Baltikum bei über 20%. UN-Generalsekretär Guterres hat betont, dass die Unterstützung und Hartnäckigkeit vom türkischen Präsidenten Erdogan bei jedem Schritt dieses Prozesses von wesentlicher Bedeutung war. Was hat Präsident Erdogan anders gemacht als der Westen? Diplomatie. Er hat eines gemacht, was ich in meinem Buch Diplomatie macht Geschichte sozusagen auf eine mathematische Formel versucht habe zu bringen. Diplomatie ist gleich, den Dialog unter allen Umständen aufrechtzuerhalten. Und genau das hat die Europäische Union nicht getan und tut sie weiterhin nicht, tun die USA nicht. Und Diplomatie hat Präsident Erdogan, hat sein Chefdiplomat, Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und die involvierten türkischen Diplomaten. Das ist ja ein das Resultat von vielen Menschen, die sich hier mit sehr, sehr viel Engagement und Gespür auch eingesetzt haben. Und wenn ich hier eines einbringen darf, was ich auch in einem Text für TRT vor ein paar Monaten einmal geschrieben habe, ein Satz, den Präsident Erdogan von Anbeginn immer wieder betont hat, es geht um einen ehrenvollen Ausweg aus dieser Situation. Ja? Wir können nicht glauben, dass man einen so verfahrenen Konflikt, der historisch so belastet ist, der jetzt durch das Kriegsgeschehen neuerlich nachvollziehbar tiefe Wunden wirft auf allen beteiligten Seiten, dass man hier jetzt einen Sieger und einen Besiegten benennen kann, sondern es muss zu einem ehrenvollen Ausweg geführt werden. Und das ist der Slogan, wenn ich so sagen darf, der türkischen Diplomatie und das ist das Entscheidende. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Kneißl. Sehr gerne.